Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil 2. Ja, im letzten Part haben wir wieder die Türen, die ein oder andere Tür geöffnet und sind auch Leon wieder begegnet. Uns hat da leider ein Zaun getrennt und ein Heli ist dann noch abgestürzt im letzten Part. Und ja, dann kamen auf einmal so viele Zombies, dass wir schnell weg mussten. Ich will einmal kurz schauen. Gesundheitszustand. Warning. Was? What? Irgendwas wollte ich doch. Genau, ich wollte was ausprobieren. Erstmal habe ich offscreen die Munition oder das Schießpulver kombiniert. Und ja, habe ein bisschen Munition noch bekommen. Das ist schön. Verstauen. Den Schlüssel nehme ich einfach mal mit, weil ich habe Angst, dass wir den noch irgendwo brauchen. Und runder Griff. Ich will nämlich wissen, wo der hinkommt. Und Heilung nehmen wir auch nochmal mit. Weil entweder er kommt, der kommt in die erste Etage, wo ich jetzt hingehe. Oder eine zweite. Ja, und zweiten wird, was zweites würde mir auch noch einfallen. Da, wo das Dampf. Ja, wo dieses Dampfdings im Badezimmer war. Ich glaube, zweite Etage oder so. Wenn wir jetzt hier reingehen, im Wartezimmer. Was haben wir denn hier übersehen im Wartezimmer? Ah, den Tresor. Aber ich meine, wie soll man denn diese Tresors knacken? Ich habe keine Ahnung. Genau. Oh, wo kommt der auf einmal her? Ja, super. Ist er jetzt tot? Verdammt. Na, mir fehlt uns fehlt noch eine Stange oder so. Na gut, dann gehen wir weiter. Und zwar, ich will mal schauen. Wir müssen in die dritte. Ja, wir müssen in die dritte Etage. Und zwar hier. Wir müssen in die Bibliothek wieder zurück. Da ist der Aufenthaltsraum. Geh weg. Obwohl ich schon gerne nochmal da hinten die Kräuter hätte. Nein, das vergessen wir. Jo, dann gehen wir wieder in die Bibliothek, wo es vor Zombies nur so wimmelt. Nämlich gerade am Überlegen. Ups. Ich werde jetzt auch erstmal nicht abspeichern. Weil nicht, dass ich dann abspeichern, dann haben wir nachher wirklich sehr wenig Muni. Das wäre nicht schön. Bin ich blind? War da Munition? Ist da Munition gespawnt?
Ja, moin. Na gut, zur Bibliothek geht's da vorne. Wenn wir in der Bibliothek sind, ja gut, der Aufenthaltsraum. Es war ja verschlossen. Verschlossene Tür. Gäbe es noch eine andere Möglichkeit? Dritte Etage. Das ist die Bibliothek. Genau hier, aber hier kommen wir nicht hin. Da ist der Lagerraum West. Und davor, genau da müssen wir hin. Hier. Hier kommen wir dann, glaube ich, weiter. Das ist meine Vermutung, okay. Das heißt jetzt erstmal in die Bibliothek und nach oben. Hallo Freunde! Ist das eine Hebebühne oder sowas? Ja, ist ja gut. Okay, damit würden wir dann da weiterkommen. Erstmal schauen. Hier ist der Lagerraum. West. Genau, und da hier ist die C4-Ladung. Ich weiß nicht, ob ich da eine Batterie anbringen könnte. Eventuell, aber wenn, fehlt ja eh Strom, ne? Genau, hier müssen hier raus. Hier ein Zombie um die Ecke, um der Ecke. Nee. Okay, hier in dem Raum habe ich alles. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden hier. Oder so gut wie gar nicht. Na komm her. Dass die immer so viel aushalten, das ist so ekelhaft. So, links hätte ich noch Munition. Und da ist der Duschraum. Genau, wenn wir jetzt geradeaus gehen und dann nach rechts kommen wir in den Duschraum. Genau. Das hatte ich nämlich noch in Erinnerung. Was heißt in Erinnerung? Ja, jetzt hätte ich mir vorstellen können, immer so rum. Na super. Kann ich das Ding auch wieder mitnehmen? Nee, okay.
Was haben wir hier? Wo geht's denn hier rein? Waren wir hier schon? Rüstungskammer, Aufenthaltsraum. Hier waren wir noch nicht drin. Stars. Oh, das Stars-Büro. Das ist doch die Sondereinheit von der Umbrella Corporation. Ich frage mich, wie ich diese Blendgranaten einsetze. Blendgranaten, die... Für einen Granatenwerfer. Ja, super. Nein! Lauf! Oha. Nee, keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Ohrenhausen. Ih, was ist das für ein komisches Vieh? Oh, ich hätte den Aufenthaltsraum erst aufmachen müssen, weil da wäre ich dann in die Bibliothek gekommen und das wäre besser gewesen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich dieses Vieh überhaupt töten kann. Naja, davon mal ganz abgesehen. Rüstungskammer. Ich gehe einmal ein bisschen... Aber das Ding hatte keine Augen. Säuregranaten, Wahnsinn. Okay. Ah nee, das sind Blumen. Ich dachte, das Vieh verfolgt mich bis hierhin. Oh Gott, ich habe schon Befürchtungen gehabt. Wo sind wir zum Teufel hier? Und da ist ein Heilspray. Wo habe ich gesehen? Ja, hier, ein Medikit. Oh, schön. Oh, schön, wenn ich mal einen Granatenwerfer bekomme. Ist das ein Safety Room hier? Sieht so aus, ne? Oh, eine Batterie. Hallo. Internes Memo. Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Hitzebeständiger Tresor mit... Drei Zahlenschloss vom Starbüro in F2 im Büro West 1F verlegt. Okay, interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Hitzeständiger, beständiger, mit drei Zahlenschloss. 9, 15, 7. Aber schön. Okay. LR. Oh, was haben wir denn hier? Ah, okay, uns fehlt wahrscheinlich noch so ein USB, ja, ein USB-Stick, eine USB-Kette und dann müssen wir hier ein Passwort eingeben. Okay. Aber mit der Batterie können wir doch eigentlich die Stromzufuhr zum C4 zünden, oder nicht? Also theoretisch gesehen.
Ansonsten kann ich hier erstmal nichts einsammeln mehr, oder? Das heißt, ich muss nach draußen zu diesem komischen Vieh. Was sagt meine HR gesund? Okay, ich bin noch gesund, okay. Ja, ist ja gut, okay. Wie lau. Oh, du kleines, dreckiges Vieh. Oh Gott. Okay, links ist Wäschekammer, geradeaus ist Aufenthaltsraum. Ich würde schon gerne in die Wäschekammer nochmal gehen. Brauchen wir lilanen Schlüssel? Okay, es verfolgt mich nicht mehr, das ist schön. Gott. Ja, Bibliothek, Rüstungskammer, das ist ein, ich glaube, das ist eine MP, ich weiß es aber nicht. Oder? Ne, eine MQ-1120. Keine Ahnung. Chefbüro. Frage ist, was wir jetzt eigentlich noch tun können oder was mir jetzt spontan einfällt. Wir können einen Tresor öffnen. Im Westbüro war das, ne? Westbüro, Westbüro. Das müsste dann aber in der ersten Etage sein. Ja, hier ist das Westbüro. Und hier sollte es auch eigentlich ein Tresor. Dunkelkammer. Ah, das ist meine Dings. Okay. Hier sollte es eigentlich auch eine Besprechungszimmer. Eine Aktienraum. Ein Tresor geben. Wir können es uns ja nochmal kurz durchlesen. Büroseite, Westseite, 1F. Okay. Die Westseite haben wir hier. Genau, und genau hier ist der Tresor. Okay, den können wir ziemlich öffnen. Okay, geradeaus und nach rechts laufen. Ich denke mal, es gibt auch eine Trophäe, wenn man seinen Kollegen hier rechtzeitig rettet, aber ich glaube, ich krieg's nicht hin. Genau, ich wollte erstmal ein paar Sachen ablegen, weil wir so überfüllt sind wieder. Was ich probieren wollte, und zwar hier. Ja, jawohl, Zünder. Okay, und den Zünder können wir jetzt ans C4 anbringen. Okay, da haben wir sogar zwei Sachen, die wir machen können. Cool. Okay, okay, okay. Jetzt speichere ich aber doch mal ab. Ja, jetzt sind wir doch ganz gut weiter vor. Jetzt sind wir doch gut vorangekommen. Bloß, wo war denn das noch? Auf der anderen Seite. Hier oder was?
Ja, hier, Büro Westseite. Na komm. Vorne links. Ich hatte hier eigentlich noch Zombies in Erinnerung. Dankeschön. Okay, ich kenne mich mit diesen Schlössern überhaupt nicht. Ich kenne mich mit diesen Schlössern überhaupt nicht aus. Okay, ich muss mir das einmal wieder aufschreiben. Wo haben wir das denn? Internes Memo. Ich denke mal, L und R sollen für rechts und links stehen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. L9, R15 und L7. Okay, L9. Nach links drehen. Ich drehe jetzt nach rechts. Ach, nochmal. Ich drücke jetzt nach links. Und L7. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Doch, okay, habe ich richtig gemacht, okay. Oh, hallo. Eine Gürteltasche, wieder Platz. Episch. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Und warte, was haben wir eben? Genau, wir müssen zum C4. C4, wo war das denn nochmal? Hier ist der Schließerraum, hier ist der Schließfächerraum. Ja gut, da könnten wir uns eigentlich auch gleich mal Munition abholen, aber unten Safety Rooms ja auch. Ich bin gerade am Überlegen, wo das denn noch war. Guck mal auf der zweiten Etage. In der dritten Etage war das. Okay, ich bin gerade am Überlegen, wie ich da am besten hinkomme. Über die Bibliothek. Ja. Jo, er lebt noch, mehr oder weniger. Ich wollte jetzt nämlich das C4 versuchen zu zünden. Hier müsste die Bibliothek sein, oder? Ja, okay. Da ist ein Aufenthaltsraum. Da will ich nicht lang. Okay, und die Leiter hochklettern, alles klar. Oder Treppe hoch. Schnell nach oben. Genau, und hier hatten wir das doch. Ich gehe jetzt mal raus hier. Obwohl, das sollte reichen. Ich hoffe es.
Oh, hier ist das letzte. Oh mein Gott, da ist das letzte. Oh mein Gott. Okay, das ist dann anscheinend hier drin. Gucken wir noch einmal in den Notizen nach. Und ich habe, glaube ich, wieder so ein Chimären gehört. Dieses komische Vieh mit dem Gehirn, was uns eben verfolgt hat. Ich glaube, hier ist genauso eins wieder. Super. Okay, den Löwen hatten wir, den Einhorn hatten wir auch, das Einhorn hatten wir auch und, okay, ihn hier. Eine Frau, ein Bogen und eine Snake, also eine Schlange. Okay. Okay, hier haben wir unsere Ruhe für, das ist nett. Frau. Bogen, Snake. Mädchenmedaillon erhalten. Lass mich in Ruhe. Oha. Oh mein Gott, jetzt muss ich fliehen oder was? Ich komm da nicht mehr lang. Ich muss einen anderen Weg nehmen. Och nö. Ich hoffe, ich krieg's jetzt gebacken. Okay, einfach nur geradeaus laufen, oder? Ja. Links. Dankeschön fürs Durchlassen. Ich guck gerade, wie ich am besten schnell. Ja, okay, ich muss hier und dann muss ich diesen Weg hier lang. Oh nein, oder? Oder wenn ich noch eine Stufe runtergehe, dann bin ich hier. Ah, ich will schon mit euch noch einmal schnell das Ding einsetzen. Wir gehen einmal komplett runter. Okay, wir sind jetzt ganz unten. Jawohl, F1. Okay, wenn wir hier nach da laufen. Ah, dann sind wir schon an der Westseite vom Büro. Okay. Ja, ist ja gut. Lasst mich leben. Gott, ich hasse. Ich weiß noch nicht, wie ich diese Viecher töte. Ich würde sie am liebsten töten. Ich werde es ausprobieren, aber. Oh Gott. Achso, jetzt wollte ich erstmal das Ding einsetzen, ne? Oder? Wir sind verletzt, aber. Frage ist, wie doll. Warning. Ein Treffer können wir noch. Critten, also können wir noch aushalten. Ach komm, gehen wir erstmal hier zu Dings hier. Benutzen. Einen Weg rausfinden. Hey, halte durch. Ich hab's doch geschafft. So, jetzt legen. Das Heal Spray behalten wir auf jeden Fall. Mehr können wir im Moment gar nicht nehmen. Okay, dann würde ich sagen, war's das erstmal für den Part. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part von Resident Evil 2 wieder. Bis dann!